So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht noch nichts. Ja, auch dieses ist einfach nur ein Infovideo. Warum? Das sind alles Magazine, die ich, meine Bekannten, Freunde oder sonst was, die letzten 2 Wochen auf dem Flohmarkt entdeckt haben und mir ein paar gekauft haben. Ich mir natürlich auch. Ich bin echt verwundert, wie viele von welchen da sind und welche schon da sind auf dem Flohmarkt. Das ist echt der Hammer. Ja, und ich habe jetzt hier 65 Lego Ninjago Magazine. 65 sind teilweise verschieden dabei, teilweise richtig kuriose noch bei, teilweise so viel davon, dass ich mir echt überlege, was soll das? So viele gibt es davon noch und natürlich, warum gibt es die schon auf dem Flohmarkt? Also, wie gesagt, es sind 65 Lego Ninjago Magazine. Ich habe natürlich mehr, aber die anderen sind City, Batman und so weiter. Aber hier in diesem Video zeige ich euch einfach nur, was ihr auf dem Flohmarkt kriegen könnt. 65 Ninjago Heften. Ich hätte auch mehr kaufen können. Wollte ich nicht. Anfangen tue ich mit das Lego Magazin Nummer 84 mit Kai. Warum habe ich auch nur eins von? Ich fange ganz klein an. Davon habe ich eins. Dann, ich muss mich jetzt immer wieder bücken, weil ich die auf der Erde ausgelegt habe. Dann habe ich, ihr seht, ist auch jeweils eins nur. Aber insgesamt sind zwei. Und das sind die Lego Ninjago Legacy. Comic Nummer 19, Nummer 17. Nummer 17 mag ich leer. Schlangenkopf. Richtig perfekt. Dann hier, ihr wisst schon, was ich meine. Aber nichtsdestotrotz, zweimal. Wird nachher von dieser Legacy-Geschichte noch ein paar mehr geben. Aber nichtsdestotrotz, das ist die Nummer 17, das ist die Nummer 19. Auch nur eins bekommen. So, dann dreimal das Lego Ninjago Magazin Nummer 90. Coole Minifigur, coole Minifigur, coole limitierte Karte, coole Minifigur auch, weil er hat sehr viele Goldteile, besonders mit dem Steinbruch hier, kann ich sehr gut gebrauchen für ein Diorama, was ich wieder anfangen möchte und irgendwann auch schaffe, fertig zu machen. Also dreimal dieses Lego Ninjago Magazin Nummer 90. Perfekt. Was haben wir dann? Ach so, fangen wir hiermit weiter an. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal das Lego Ninjago Magazin Nummer 89. Ihr seht, es ist hier durcheinander. Ich mache es aber deswegen durcheinander. Davon habe ich mehr, davon habe ich weniger. Also, fünfmal das Lego Magazin Nummer 89. Auch sehr viel Goldteile, Goldkette, passt perfekt. Die Schwerter, die sind richtig cool, die nehme ich ja für meine Overlords, weil das sind diese gelb leuchtenden. Richtig perfekt, wie ich finde. Eure Meinung könnt ihr mir in die Kommentare mal schreiben. So, und die jetzt. Dann habe ich, muss ich hier mal wegmachen. So, und zwar viermal, also dreimal, drei verschiedene. Die Lego Ninjago Legacy Comics. Einmal die Nummer 11. Fangen wir mit der kleinsten an. Die Nummer 7. Der ein oder andere kennt sie noch. Wo und Knochenteil. Dann kommt die Nummer 11. Ha? Perfekte Minifigur. Overlords anders. Zweimal die Nummer 11 noch bekommen. Richtig cool. Dazu noch einmal die Nummer 10. Schlangenkopf mag ich natürlich perfekt. So, ich muss natürlich jetzt hier so ein bisschen umdisponieren. Kommen wir jetzt zu eins der Highlights. Und zwar das Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 20. Das Neue. Das ist das Neue. Mit den Overlord, mit die andere Farbe drinne, die andere Rauchschwade in Gelb, mit die coole Waffe. Das ist das Neue. Lego Ninjago Legacy. Hat mich schon gewundert, aber ich habe es nur viermal bekommen. Ich hatte ihm gefragt, ja, die hat er öfters.
Die gehen aber, wenn die da sind, er packt sie aus. Es sind sehr viele da, die nach dieses Magazin fragen. Verstehe ich ja auch, weil die Magazine kosten alle 6 Euro. 6 Euro kosten die Magazine. Aber auf dem Flohmarkt kriegt ihr sie für die Hälfte. Oder wenn ihr Massen aufkauft, so wie ich, 65, insgesamt 100 Stück, dann bezahlt ihr nicht 2,50 Euro pro Stück. Das wären bei 100 Stück, ja, ihr wisst, was ich meine, dann natürlich bezahlt 2 Euro. Ich habe pro Magazin 2 Euro bezahlt. Das ist so. Und habe natürlich noch was dabei, Geschenke kriegt, ein paar Magazine. Ich musste nicht die volle Summe zahlen. Und bei 65 Magazine wären das 130 Euro. Ich habe 120 für die Ninjago-Magazine bezahlt, aber dafür auch weniger dann bei die Batman und sowas. Also im Prinzip zahlt ihr bei solchen Massen 2 Euro für so ein Magazin. Dann müsst ihr euch überlegen, ist es euch wert? Zwei Figuren, eine richtig coole 2 Euro. Ich finde auf jeden Fall. Also das ist das neue Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 20. Richtig cool. Habe ich nur 4-mal. Aber ist trotzdem mega cool, dass ich es bekommen habe. Jetzt kommen wir ja zum Älteres hier. Und das ist das Lego Magazin Nummer 92. Der grüne Ninjago, aber goldenen Waffen. Ich weiß nicht warum, ich brauche die im Moment. Ich will da was richtig bauen mit den goldenen Drachen, da so eine Wand und sowas alles. Da sind diese Teile richtig cool. Und für 2 Euro, sag ich mal so, kann man nichts falsch machen. Weil es ist ja nur die Waffe, die ich wegnehme, das Schwert und sowas behält er ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist das Lego Ninjago Magazin Nummer 92. Und das habe ich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, 11, 12, 13, 14, 15, 16-mal. 16-mal das Lego Magazin Nummer 92 für 2 Euro. Boostertütchen ist dabei. Minifigur, limitierte Karte, 2 Euro. Ich finde, braucht man nicht verhandeln, ist klasse. Einzeln müsst ihr zwischen 2,50 Euro und 3 Euro bezahlen. Wenn ihr aber schon ab 2-3 Stück, dann lassen diese Leute mit sich reden. Macht es einfach nur. Aber ist trotzdem cool. Übertrieben viel, ich weiß es. Kommt aber jetzt erstmal weg. So. Und jetzt kommt ein Magazin, wo ich mich absolut gewundert habe. Das ist da voll. Ihr kennt Bananenkisten. Bananenkistenweise voll. Das war echt nicht normal. Ich habe mich richtig erschrocken, aber es war so. Ich habe mir natürlich reichlich davon mitgenommen. Warum? Jetzt bin ich mit dieser Figur, Minifigur, auf jeden Fall dreistellig geworden. Der ein oder andere weiß schon, wer mich meint und ist dieses hier. Das ist das Lego Ninjago Magazin Nummer 93. Mit den goldenen Drachenflieger, den weißen. So, und ich habe so viel davon geholt. Ihr kennt wahrscheinlich die schwachsinnigen Videos, die ich davon schon gemacht habe. Ich bin jetzt dreistellig geworden und mehr. Richtig cool. Warum? Wie viel habe ich von das Magazin? Ich war richtig erstaunt. Passt auf, einmal. Zweimal, machen wir so. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal, zwölfmal, 13, 14. Ich muss mal wieder was holen. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Mal.
23 Mal das Lego Ninjago Magazin Nummer 93 mit den goldenen Drachenflieger. Richtig cool. Und damit habe ich die dreistellige Marke, über 100 Einzelfiguren von denen habe ich. Aber ihr kennt das letzte Video, wo ich davon schon ein paar aufgemacht habe, ein paar übertrieben viel. Was ich davor habe mit den transparenten Stangen, wie das aussehen kann, habe ich jetzt einen Schluss in dem Video gezeigt. Sieht mega cool aus, weil ich habe jetzt 16 Stück schon auf diese Stangen gepackt. Aber es wackelt. Ich werde es, glaube ich, doch wieder umbauen. Aber wie gesagt, ist das wohl richtig cool? Warum will denn keiner oder haben die von dieses Magazin das Doppelte produziert, damals wie von den Kai? Weil von den Kai kriege ich keine. Und da, perfekt, richtig genial. So, da war ich wirklich überrascht, dass so viele Magazine von denen da sind. Und das bananenkistenweise voll. Echt der Hammer. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir den Spaß gegönnt mit denen. Wäre Kai gewesen, wäre es natürlich Kai gewesen. So, und jetzt die letzten Magazine, die ich hier zeige. Das hat mich echt gewundert, dass die schon auf dem Flohmarkt sind. Das war echt der Highlight. Und zwar das Lego Ninjago Magazin 94. Das brandneue und aktuellste Ninjago Magazin. Wo eben auch eine Umstellung war in diese Papiertüten. Das ist ja das Neueste. Richtig cool. Lego Ninjago Magazin Nummer 94 schon auf dem Flohmarkt zu kriegen. Eigentlich kostet es 5 Euro, 2,50 Euro bis 3 Euro, wenn ihr eins kauft. Bei mehreren, bei meiner Summe, wie gesagt, ich habe für alle 2 Euro bezahlt, das Stück. Und es ist ganz egal, welches Magazin ich jetzt hier gezeigt habe. Mega cool. So, und wenn ihr alle mitgezählt habt, bis 65 fehlen, wie viel? Das sind alles nur diese Magazine, die ich hier habe. Und zwar einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Was ihr hier seht, ist siebenmal das Magazin 94. Siebenmal, das bedeutet 14 Euro nur bezahlt. Dafür eine richtig coole Overlord-Minifiguren. Mit den Helmen, die man hier aufklappt, wo das schwarze Gesicht drunter ist. 14 Mal eine richtig coole limitierte Karte dabei. 2 Euro, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn, muss man echt sagen. Also ich bin begeistert für den Preis und vor allen Dingen, dass diese schon auf dem Flohmarkt sind. Hammer. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch jetzt mal nur wieder ein Infovideo zeigen. Nicht nur ich habe die auf dem Flohmarkt gekauft, meine Bekannten, ich habe sie bloß alle zusammengetragen. Jetzt in diesem Video. Weil die sind von Dortmunder Flohmarkt, einer Uni. Dann war das IKEA in Dortmund, Bochumer Uni und Essener Uni. Und in Essen, glaube ich, noch auf dem Markt, oder wie mein Kollege das immer sagt. Von diesen 5 verschiedenen Flohmärkte sind alle Magazine her. Und wie gesagt, nicht nur die Ninjago, ich habe mir auch Batman-Magazine geholt und sowas. Und Wundertüten natürlich. Das bedeutet, ich kann und werde demnächst richtig schwachsinnige Videos wieder machen. Könnt ihr euch darauf verlassen. Weil ich will abgelenkt sein, ich mache gerne die schwachsinnigen Videos. Werden auf jeden Fall welche passieren. Und besonders von denen. Hammer! Dreistellige Zahl, schon übertroffen. Hier, davon, meine Armee wächst. Ich warte natürlich noch ab, bis ich diese jetzt hier anboxe. Vielleicht komme ich noch auf eine gerade Summe, auf 10. Wäre natürlich richtig cool. Mal gucken, was meine Bekannten mir heute noch vorbeibringen. Aber nichtsdestotrotz, was haltet ihr von den ganzen Ninjago-Geschichten? 2 Euro das Stück, ich finde es top. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall. Und auch günstiger. Auch wenn es schon die neuen Sets sind. Ihr wisst, die neuen, die sind ja auch schon 2 Monate auf dem Markt mit den Overlords und sowas alles. Die sind die Preise von 49 auf 35, von 69 auf, ich glaube, 52. Ihr kennt das ja alles. Im Moment richtig cool runtergefallen. Aber trotzdem ist die Minifigur mega, mega cool. Genau wie diese. Freut euch demnächst auf schwachsinnige Videos. Auf jeden Fall. Ich verlinke euch unter ein Video irgendwas von Lego Ninjago. Sicher, bequem und günstig. Auf jeden Fall.
Aber jetzt eure Meinung, eure Kommentare und ich sage wie immer, bleibt gesund, ihr und eure Familien und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.